die Lobbyisten können nur dankbar sein, wenn es sowas gibt wie Lobby Control. Ja, weil dann wird der Lobbyismus intelligenter. Vielen Dank. Mich interessiert viel mehr, sagt das Känguru, wie jemals eine Gruppe halbwegs vernunftbegabter Menschen denken konnte, es sei eine gute Idee, ausgerechnet Günther Oettinger zum EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft zu machen. Da finde ich den Prozess spannend. Wie kam es dazu? Wenn ich das so beurteilen würde, das, was Lobby Control in den 10 Jahren wirklich gemacht hat, ist, dass ihr eine Rolle gespielt habt als Augenöffner. Man kann national rühren, was man will. Wenn wir auf der internationalen Ebene nicht zu echter Handlungsfähigkeit und dort zu Transparenz kommen, dann überlassen wir diesen Raum der Postdemokratie. Und das wäre wirklich ein großer Fehler. Wenn es nicht gelingt, diese permanente Erosion der Demokratie zu stoppen, dann werden sich immer mehr Menschen von der Idee des geeinten Europa und den Prinzipien der offenen Gesellschaft abwenden und ihre Stimme jenen geben, die das Heil in nationaler Abschottung und autoritärer Führung versprechen. Ich denke, aus meiner Sicht ist das eine Zukunftsaufgabe für eine Demokratie, sich mit Lobbyismus und gerade mit diesen Machtungleichgewichten auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass es zunehmend auch eine gesellschaftliche Stabilität gefährdet, wenn Leute den Eindruck haben, sie sind eigentlich nur noch Spielball und es gibt sehr starke Interessen, die sich leichter durchsetzen und ihre Mitbestimmung über Wahlen führt eigentlich nicht mehr zu den Politikergebnissen, die sich vorher erwartet haben.